Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute fahren der Lemmy und ich an Gongur in Werthof und werden zwei Prüfungen Greenjump starten. Da die Prüfung erst heute Abend um 6:30 anfängt, habe ich heute ziemlich viel Zeit und kann ich so sehr viel mitnehmen. Als erstes werde ich den Lemmy jetzt die Füße waschen und ein bisschen den Schweif waschen, sodass alle nervigen Grasflecken rausgehen. Der Lemmy ist jetzt gewaschen. Ich weiß nicht genau, wie viel ich euch einblenden kann, weil, wie ihr vielleicht gesehen habt, der Lemmy ist nicht ganz einfach zu waschen. Vor allem auch nicht, wenn man allein ist. Ich habe ihm jetzt Scheichen vorne und hinten mit Shampoo gewaschen und habe am Schluss noch ziemlich viel Wasser über den Schweif gelaufen, weil er einen ganz hellen Schweif hat. Und deswegen wenn ich den, wenn ich Zeit habe, ein bisschen wasche, damit er wieder schön die richtige Farbe hat und nicht mistbraun. Der Lemmy kommt jetzt wieder in seine Box, damit er dann auch trocknen kann. Und ich mache es wieder weiter Sachen parat. Also noch zum Ablauf des heutigen Tages. Mein Bruder und mein Vater werden je eine Prüfung starten, und zwar in den zwei Prüfungen, bevor ich einen Greenjump starte. Sie werden beide BR90 starten und deswegen werde ich mein ganzes Zeug jetzt schon bereit machen und einladen, außer den Sattel, damit dann nicht den ganzen Tag in der Sonne ist. Dann werden sie mit dem Gomar herfahren und ich werde hier daheim bleiben und mein Sattel putzen, den Lemmy putzen und fertig machen, einflechten und so, aber da, damit weil es etwas knapp werden könnte, das Zeug schon im Auto ist, tue ich eben jetzt alles schon bereit machen, dann ins Auto laden. Und dann fahren sie auch schon bald los. Als erstes haben wir hier mit TRM Kessel, wo alles reinkommt, was man mit dem Futter zu tun hat. In die Schüssel kommt sein Futter rein, das er neben kommt. Und in die drei Böckchen kommen verschiedene Zusatzfutter rein, die ich euch jetzt noch kurz erklären würde. Als erstes nehmen wir hier die Showmaster Futterbox und gehen in unser Futtergarage. Hier sehen wir schon, sind die verschiedenen Futter für unsere drei Rosse parat. Am Morgen ist gefüttert worden, ist Mittag, hier ist Abend. Dann haben wir noch Futterplan, wo hier aufliegt, füttern. Ist das immer alles in beschrifteten Kästchen parat. Ein bisschen schwierig, einhändig so. Dann haben wir hier am Lemmy das Futter für am Abend, wo er dann dort auf Gongo wird verfolgt. So. Kommt das wieder. Dann nehme ich meine zwei Fläschchen mit. Nicht Angst haben, das sind Hustensaftfläschchen, aber ich brauche sie einfach zum Zeug drinnen transportieren, wo es einfacher ist. So, ich habe jetzt alles parat und da das manchmal so mache ich das gerade in unserem Trog, damit die Nährflaschen und so gerade waschen können. Wir haben hier die beiden Fläschchen, um es aufbewahren. Die Richter, dass ich es auch einfüllen kann. Wir haben hier eine von Cavalor
Power Performance. Das soll helfen, dass Ross nach grosser Anstrengung sich besser erholen können, vor allem auch Muskeln und alles. Bloß dann haben wir hier noch Leinöl, das ist jetzt von Waldhausen, aber es geeignet so um die Marke. Und das füttere ich eigentlich vor allem, wo am Anfang die Power Performance da nicht hat wollen fressen mit dem Futter zusammen, weil das recht komisch schmeckt. Und halt, wo Leinöl ja sehr leicht fütterig ist, kann ich das noch zugeben. Und jetzt gebe ich es eigentlich vor allem, dass er halt nach dem Gang gut merkt, dass er etwas Gutes zu fressen bekommt. Und dass es so gerne ist und was natürlich noch gut fürs Fell und alles ist. So, die zwei Zusatzmittel sind jetzt drin, dann kommen wir jetzt noch zum letzten. Das ist ein alter Schüsselersalzbehälter. Da kommt jetzt nicht Schüsselersalz drin, sondern Isopulver, das wir ins Wasser tun, damit der Ross genug Elektrolyte wieder aufnehmen, nachdem sie geschwitzt haben. So, dann haben wir jetzt vom Futter alles parat gemacht. So, hier habe ich jetzt schon etwas mehr Sachen parat gemacht. Und zwar haben wir hier noch den Wasserkessel. Darunter haben wir einen Kessel mit sachtem Wäscher, sprich Schwamm und Schweißmesser. Dann haben wir hier zwei Kannen mit Wasser, damit wir sicher genug Wasser haben. Und hier haben wir einen Kessel, wo Hafer drin ist, damit man, wenn die Ross einsteigen, noch kurz ein Hafer geben kann. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber wenn ihr den Boden anschaut, es hat gerade angefangen regnen. Nicht fest, aber da ich noch mein Lederzeug gebürzt habe, muss ich das hier in etwas engem Raum im Schämen machen. Ich werde jetzt fangen, meine Stiefel Zäumli, Vorgeschirr und Gurt putzen und der Sattel dann, wenn ich so schon fertig habe, da ja der erst dann mit mir mitkommt und nicht schon mit den Männern mitgeht. Ich werde euch jetzt so ein bisschen einblenden, wenn ich mein Zeug putze, aber zudem wird auch noch einmal ein spezielles Video kommen. Sachen sind jetzt super. Stiefel glänzen wieder, einmal einigermaßen. Zäumchen vorgeschirrt und der Gurt. Ich habe es jetzt einfach mit Lederseife verputzt und Stiefel mit Schuhcreme und die anderen Sachen mit Lederfett eingeschmiert, damit alles schön geschmeidig bleibt. Ja, es hat die ganze Zeit ein bisschen geregnet, aber es hat jetzt auch eigentlich wieder aufgehört. Ich hoffe, dass es bis heute Abend vielleicht ganz aufhört und die Sonne noch ein bisschen vorkommt. Eigentlich wäre kein Regen gemeldet gewesen, also erst spät am Abend wäre Gewitter gemeldet gewesen. Ich hoffe jetzt, es hört wieder auf und vielleicht kommt noch etwas Sonne vor. Aber es geht ja noch eine Zeit, bis ich dran bin. So, da ja Ross eigentlich 8 Stunden vor dem Turnier nicht mehr essen sollte, also 8 Stunden vorher sollte ich das letzte Mal Kraftfutter haben, würde ich am Lemmy bereits jetzt. Wir haben kurz vor 10 Uhr das Mittagessen gegeben, damit man das so einhalten kann. Also wir machen es nicht so lange, aber man hat schon das Gefühl, vor allem auch beim Gourmand, dass es etwas bringt, wenn man wirklich 8 Stunden vorher die letzte Mahlzeit gibt. Wir geben es entweder
früher oder halt dann erst nach dem Turnier Sitznacht, weil ich ja mitgenommen. Das würde ich dann, wenn wir fertig sind, bekommen. So, der Lemmy ist jetzt am Fressen und hat noch seine Magnetdecke drauf. Die lasse ich jetzt etwa für eine Stunde drauf, so dass seine Rückenmuskulatur gut durchblutet ist und dann eine Top-Leistung zeigen kann. Vorher hat es zwar aufgehört zu regnen, aber ja, man sieht es auf der Kamera, es regnet schon wieder in Strömen. Ich hoffe natürlich, dass es bald aufhört. Mittlerweile haben wir Nachmittag um 2 und ich werde jetzt den Lemmy putzen und einflechten. Mein Vater und meine Brüder sind schon losgefahren, weil die starten ja jetzt gerade. Und ja, das Wetter hat nicht wirklich verbessert, im Gegenteil. Es regnet mittlerweile relativ stark und es donnert. Sprich, mehr Gewitter, aber laut beiden Regenradars, die ich kontaktiert habe, sollte es relativ aufhören regnen bis zu mir. Klar, schade für meinen Vater und meinen Bruder, sie müssen wahrscheinlich jetzt im Regen reiten, aber ich hoffe, dass zumindest ich und der Lemmy im Trocknen reiten können. So, der Lemmy ist jetzt fertig geputzt. Dann ist Brescia die Menschen müssen putzen. Wir haben ein bisschen gebürstet, Maulbutter eingestrichen und ihm seine Füße gefettet. Gell? Und jetzt? Jetzt tue ich ihn noch einflechten. Weil nächste Woche gehe ich an ein Stilbeinjump und deswegen, wenn ich die Woche schon Zeit habe, möchte ich noch einmal üben, einzuflechten. So, wir haben es doch auch noch endlich geschafft. Da der Goma nicht hier ist, ist Lemmy ziemlich am Umnerfösen. Deswegen haben wir zwischen ihnen wieder leisen gelassen und habe das Ganze ganz ruhig gemacht, damit die Töpfe trotzdem schön kommen. Beim letzten habe ich so irgendein Knöpfchen probiert zu machen, weil es nicht gelenkt hat für ein Rollzöpfchen. Aber die anderen sind meiner Meinung nach eigentlich für unsere Verhältnisse ziemlich schön gekommen. So, der Lemmy kann jetzt noch für ungefähr 1,5 Stunden in seine Box. Dann kommen dann mein Vater und mein Bruder heim. Und dann gehen noch ich und der Lemmy. Dann kommen wir jetzt zum ersten Umgang. Wie gesagt, es ist eine Greenjump-Prüfung, sprich Wertung A mit Zeitmessung in Jahrzeit. Ich habe den Lemmy zurückgerichtet, bin angaloppiert, habe sofort probiert, ein schönes Grundtempo zu haben und habe hier auf rechte Hang auf Sprung Nummer 1 angefangen. Hat mir kurz gezögert, aber das macht er ja relativ oft auf Sprung 1. Dann ist hier über eine grosse Wendung auf 2 ist so ein kleines Baumstämmchen weitergegangen. Dann durch die Diagonale 3 war ein bisschen gross. Dann ist hinteraus ein bisschen eng geworden, 4. Dann linke Hand hier über den Ochser 5. Dann habe ich schon von weit her gut probiert zu treiben, weil der Sprung schon vorher so kritisch angeschaut hat, hat er auch schon genommen. Ist auf linke Hang weitergegangen über den roten Ochser, ist er schön drüber, dann geradeaus weiter über den Steil. Hat er auch schon passend genommen. Dann ist dort hinten ist wieder so ein Baumstämmchen, der kurz ein bisschen gezögert. Dann schön hier durch die Diagonale weiter über das Mühle, hat er schön gesprungen. Hat er auch nicht eigentlich angeschaut. Dann ist es neu links weitergegangen. Hier ist er kurz gerutscht in dieser Wendung. Aber hat dann den Sprung trotzdem schön genommen. 11, dann 12 hinter das Brückli. Hat er auch kurz reingeschaut. Dann bin ich hier vorne durch, wo er das paar Mal gestoppt hat. Auf den letzten, auf das 13. Und mit dieser Runde sind wir dann in der ersten Prüfung zweit geworden und ich bin sehr zufrieden, weil der Lemmy ist wirklich schön gelaufen und es hat auch nicht viele Startende gehabt hier in Lies. Wir haben genau 4 Klassierte gehabt, im zweiten Umgang sogar nur 3 Klassierte.
Und ich bin wirklich stolz, dass er jetzt wirklich jedem, also ja, eigentlich jedem Greenchamp schön durchläuft. Manchmal hat er zwar die festen Sprünge so ein bisschen angeschaut, aber ist dann gleich schön gesprungen. Und dadurch konnten wir uns dann den zweiten Platz sichern. Dann kommen wir hier zum zweiten Umgang. Ich sehe auch hier wieder, der Lemmy ist ganz locker. Ich konnte ihn schön zurückrichten, kurz tätscheln und dann angaloppieren. Wiederum auf den rechten Hang angefangen. Ich bin dort innen durch, damit ich nicht den Sprung so lange gerade habe. Hier der gelbe Boxer zu 1. Dann hier habe ich kurz nicht ganz gewusst, was 2 ist, aber im Nachhinein war es gut, dass ich so weit bin, weil ich sonst viel zu schnell war. Hier von dieser Seite hat er das Mühlchen so ein klein angeschaut, aber hat es trotzdem schön genommen. Dann ist die linke Hand weitergegangen, dort hinten wieder das Baumstamm, hat er das mal gar nicht angeschaut. Dann hier durch die Diagonale den gelben Steil, hat er schön genommen. Und dann, hier ist mir voll gegen die Sonne gegangen, da hat es viele Fehler gegeben am Ochsen. Aber der Levi hat das schön genommen und wir konnten weiterreiten. Hier 6 Bässe. Sprung hat er das mal wunderschön genommen, hat er auch gar nichts angeschaut. Dann so in der bockenigen Linie weiter hinten auf einen blauen Ochser. Hat bei uns die Stand schön gepasst. Dann hier auf den rechten Hang auf der Steil ist etwas dicht geworden. Dann gerade weiter ist dann schön aufgegangen auf den Ochser. Hier habe ich auch eine grosse Wendung gemacht. Auf den Baumstamm hier, den man gerade nicht sieht, aber hat er auch schön genommen. Dann ist es noch einmal durch die Diagonale hinten über den grünen Ochsen. Dann sind wir schön im Fluss genommen. Dort bin ich noch einmal eine grosse Wendung gegeben. Dann ist mir noch ein bisschen gerutscht, aber dann ist gut weitergaloppiert über das Brückli. Und ich konnte im zweiten Umgang den zweiten Platz erreichen. Und mit diesen 2 zweiten Plätzen bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Lemmy. Und ich bin sehr stolz, dass er wirklich die ganze Saison bis jetzt so gut läuft. Wir haben an jedem Turnier, wo wir waren, haben wir immer eine Klassierung rausholen und sogar ein paar Mal auch 2 Klassierungen. Und jetzt mit diesen 2 zweiten Rängen, also besser kann es schon fast nicht mehr laufen. Ich hoffe, das etwas längere FMA-Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like oder ein Abo da. Und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.